Unbeschriftete Rex. Verwenden. Die sind ja automatisch alle beschriftet, oder nicht? Geht auch immer wieder da zurück, ne? Das ist echt game-breaking. Oh, haben wir jetzt ordentlich Verlust gemacht? Bringt gar nichts. Macht genau dasselbe. Jetzt geht er zum nächsten, guckt das an. Mein Game ist komplett broken. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ist das jetzt ein neues Minigame? Ey, das... Das ist echt scheiße. Wie sieht's hier im Laden aus? Scheiße natürlich, weil der die ganze Zeit da nur rumsteht nur noch. Aber wenigstens staut sich das nicht mal in den Kassen. Also wenn der das nicht bald behebt, dann fange ich das nicht nochmal an. So. Ich werde mich da auch nochmal einlesen. Vielleicht gibt es da ja eine Lösung, die es einmalig behebt. Außer das, was ich hier gerade die ganze Zeit mache, das kann es ja nicht sein. Steht da. Aber das funktioniert hier einwandfrei alles. Bin ich sehr zufrieden mit der Anschaffung. Und Öl ist weg. Ich glaube, ich hole mir gleich noch ein Ölregal und sortiere das um. So, kommt nur noch auf sie drauf an. Naja, tut mir leid. So. Aber nicht ins Minus gerutscht. Spaghetti-Nudeln hoch. Wasser und Kaffee. Ah. Sehr schön. Mache ich 57 erstmal. Gucke ich, was sie dazu sagen. Ich wollte mir ein Regal holen. Und jetzt auch mein Lager größer machen. Könnte ich mir... Nee, das könnte ich dann auch nicht. Dann lasse ich es auch erstmal. Lizenzen traue ich mich noch nicht ran. Das kann schnell Bankrott bedeuten.
Schade, dass man das dann hier nicht noch irgendwie sieht mit den Farben. Weiß nicht, ob ich dann immer so weiß haben will. Aber eckriger will ich gar nicht. Ich wollte hier so eins. Wie sieht denn das aus? Ich kaufe das einfach mal. Gar nicht mal schlecht, die Farbe. Ja, umjustieren. Mini-Kühlschränke sind auch Verschwendung, so für Säfte, glaube ich. Da kann wirklich einfach Saft rein, ne? Und jetzt, glaube ich, noch einen großen. Großer Kühlschrank. Ein Rot. Ein bisschen Farbe hier reinbringen. So, einfach nur die Seiten. Naja. Mache ich den Apfelsaft rein? Saft. Und O-Saft. Mache ich weg. Brauchst du gar nicht einräumen, mein Lieber. Zack. Kommt nämlich alles hier rein. Ja. Und O-Saft auf der anderen Seite. Wunderbar. Das Ding packe ich ein, verkaufe ich. Brauche ich jetzt nicht. Die Schränke hier machen auch gar keinen Sinn, die Kühlschränke, finde ich. Hier könnte man noch ein super Regal einfach dazu packen. Das hier mal. Das hier hinstelle. Passt jetzt farblich leider nicht mehr, aber. Dann haben wir hier so ein bisschen mehr wirklich nur Getränke. Warum denn nicht? So, und dann wollte ich da das Öl reinpacken. Öl. Zack. Das entfernen. Hier nehmen wir es raus. Schild weg. Wunderbar. Und dann geht das auch immer nicht so schnell alle, ne? So, was macht ihr jetzt mit dem Karton? Okay. Frag mich halt, ob er dann auch selber, wenn jetzt freie Plätze sind, das dann da einräumt. So, Spaghetti. Hier ist einfach leer.
Mache ich doch das Mehl einfach dazu, oder? Erstmal Spaghetti. Mehl. Ich bräuchte auch ein Regal nur für Mehl eigentlich. Nee, ich will das Rote hier, so. Okay. Habe ich hier die Spaghetti. Haben wir noch einen Spaghetti-Karton? Ne, sieht nicht danach aus. Nudel. Hallo? Nudel. Die hier. Mache ich jetzt die Nudeln rein? Ne, den Karton brauche ich. Dann sind die Nudeln beisammen. Haben wir schon mal ein bisschen Ordnung jetzt drin. Jetzt ist der Reis, also ein komplettes Regal nur für Reis, sehe ich nicht. Könnte ich denn neben Reis stellen? Passt einfach nicht, dann ist das erstmal leer. Finde ich auch in Ordnung. Er will das Mehl dahin packen. Ach, das ist ja scheiße. Das ist echt scheiße. Wie kann der nicht jetzt das ganze Regal leer räumen? Heißt werken. Oh. So. Jetzt macht er erstmal gar nichts, oder wie? Oder versucht er jetzt dann wieder... Nee, jetzt steht er vor dem Regal wenigstens nur, vor dem leeren. Es ist eine Katastrophe, wirklich. Nein, und jetzt macht er es wieder, ne? Jetzt will er hier wieder weitermachen. Wirklich. Lass es bitte sein. Tee. Jetzt muss ich alles wieder selber machen.
Wie dumm ist das denn? Markt, Tee. Leute, ich mache jetzt noch den Tag. Und dann reicht das. Bin aggressiv. Ich halte es nicht aus. Ist mir auch zu warm jetzt geworden. Was konnte sie nicht finden? Puderzucker. Also ob es das war, weiß ich nicht. Aber es ist leer. Käse, Eier haben wir beides nicht mehr. Und natürlich nicht vorrätig. Und diese Soda haben wir auch nicht anscheinend. Welche Soda von denen? Jetzt muss ich alle bestellen. Ich finde auch die Namensgebung ein bisschen irritierend. Okay, das ist auf jeden Fall da. Bio. Rüber da die Scheiße. Hier das auch. Erdnussbutter, Salz. So ist fein. Oh, jetzt macht er erstmal andere Sachen zum Glück. Kann ich aber direkt nochmal hier bestellen. Nicht mehr viel da. Die Süßigkeiten sind auch komplett alle. Hat er die gerade? Nein, er nimmt wieder das... Nimmt wieder das Mehl. Ja, das ist halt schade. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das war ganz unten, ne? Der zerstört das komplette, den kompletten Rhythmus hier. Ist alles geht dann den Bach runter. So. Das ist schon wieder leer oben. Habe ich doch gerade erst einen Karton reingemacht. Salzpackung bleibt über.
So. Na ganz ehrlich, lass das jetzt hier nur ausklingen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Müsli konnte er nicht finden. Ja, Leute, leckt mich am Arsch. Guckt euch diese Schlamassel doch an. Kannst mir nicht erzählen. Schließe jetzt auch. Nehmen sie noch das mit, was sie kriegen hier. Scheiß Riechstocker. Das habe ich in den Ruinen. Mal wieder diese blöde Rechnung hier. Hauptsache irgendein Musikspieler einbauen. Aber solche wichtigen Sachen... werden ignoriert. So, das ist cool hier mit der Kasse, klar, aber das bringt ja nichts, wenn der Rest nicht funktioniert. So. Dann würde ich sagen, das steht da noch rum, das ist wunderbar. Ich speichere hier. Und dann ist auch Ende im Gelände.